Servus, ihr Romaniacs. Hier ist Sascha und ich begrüße euch zu einem Angespielt, in dem ihr heute ja die finale Meinung zu Halo 5 hören werdet, was ich mittlerweile durchgespielt habe. Und das Ganze ist heute ein bisschen was Besonderes, denn wir haben als Highscore Heroes Team vor einigen Wochen im Podcast, ich glaube es war 195, also Episode 195, da habe ich mit Highscore Heroes Teammitglied Andy, der riesiger Halo-Fan ist, so ein bisschen, ich glaube, so fast 20 Minuten lang über Halo gesprochen. Und dieses Gespräch, dachte ich mir, kann ich eigentlich ganz gut aus dem Podcast rausholen und heute mal über ein bisschen Gameplay legen. Weil ich glaube, es ist für euch spaßiger, als wenn ich alleine was über das Spiel sage, weil ich immer jemand war, der sehr zwiegespalten ist, was Halo betrifft. Und auf der anderen Seite dann so einen absoluten Fanboy an meiner Seite hat, der Dinge manchmal anders sieht. Und deswegen werdet ihr jetzt gleich diese Konversation hören. Seht im Hintergrund dann so ein bisschen, wie ich Halo gespielt habe. Ich glaube, ich habe was aus dem Online-Modus mal aufgenommen. Das lege ich drunter. Also, wenn ich wieder letzte Noob spiele, peitscht mich nicht gleich aus, okay? Hier kommt die Konversation über Halo. Gut, Andi, ja. bevor wir zu Halo wechseln gleich, hast du noch was, was du so gespielt hast? Mit Black Ops und Fallout haben wir eigentlich schon abgegrast. Gut, dann lass uns doch mal zum Master Chief wechseln, weil du bist ja wirklich der Heim- und Hof-Halo-Fan und ich weiß, da werde ich heute einiges an Stroh fressen müssen wahrscheinlich. Ich habe gelesen, dir hat es relativ gut gefallen wieder. Ja, also ich war zwiegespalten, was die Kampagne von Halo 4 betraf. Mhm. Aber beim 5er haben sie mich wieder abgeholt. Echt? Mhm. Muss ich sagen. Ich knirsche schon so ein bisschen mit den Zähnen. Ich finde, viel von dem, was man im Vorfeld, und es ist schwierig, das jetzt, also wir werden jetzt hier nicht spoilern, keine Sorge. Aber uns wurde natürlich viel im Vorfeld von Halo dieser große Kampf Locke gegen Master Chief angeteasert. Mhm. Und ich fand dieses Element, was die ganze Zeit im Vorfeld so groß war, die Jagd nach dem Master Chief, ist er abtrünnig, ist er nicht abtrünnig, kam mir persönlich viel zu kurz. Und ich fand die Story teilweise super wirr erzählt. Also gerade mit den ganzen Jumps, die da drin sind, dass du viele Elemente gar nicht siehst. Ich war zufrieden, als ich es durch hatte. Und ich war auch froh, dass es eine relativ lineare Erfahrung war und es gab extrem viele Badass-Momente. Aber für mich war es so ein bisschen meh. Also bei ersterem stimme ich dir zu. Man muss, ohne viel zu spoilern, ganz klar sagen, das war absolut falsches Marketing. Also die haben das Spiel haben sie völlig falsch vermarktet durch diese, wie du schon sagtest, dieses, ist das Chief jetzt böse oder was weiß ich was oder ist der daran schuld, dass wie viele Leute gestorben sind? Das ist absolut falsch vermarktet worden. Er ist ein Soldat, natürlich ist er daran schuld, dass haufenweise Leute gestorben sind. Ist mal davon abgesehen, ja. Entschuldigung, ich muss das mal kurz nebenbei erwähnen. Aber er tötet ja nur Aliens, hör mal. Die haben ja keine Seele. Furchtbare Aliens. Ach so. Das ist falsch vermarktet. Also die Story nimmt dann eine komplett andere Wendung, als man es erwartet hätte. Also, wenn man es das unbedingt will oder wollte, sich darauf gefreut auf diesen Konflikt, dann wird man nicht glücklich sein. Das muss man auch glasklar sagen. Aber ich finde trotzdem, dass sie, ich weiß nicht, es ist halt ein Mittelteil. Das ist halt so eine typische Trilogie, der zweite Teil, dass die Story da eher aufbauend auf was jetzt im dritten Teil passieren könnte. Also es baut halt eher auf, als dass es wirklich was jetzt als Antworten gibt. Aber teilweise sind doch so große Sprünge drin, weißt du, dann im du spielst mit beiden Teams. Für die, die es nicht gespielt haben, du spielst teilweise mit dem Team von Master Chief, wo plötzlich der hat ein eigenes Team. Woher kriege ich irgendwelche Infos über die? Sind für mich persönlich komplett identitätslos. Und obwohl da scheinbar irgendeine Beziehung da, was ich mittlerweile weiß, scheinbar durch die Bücher und den erweiterten Lore scheinbar erzählt wird. Liege ich da richtig? Ja. Also ich habe zu den neueren Teilen gar nicht die Bücher und das erwarte Leute noch gar nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber ich finde das, weißt du, für jemand, der nur die Spiele spielt, finde ich es einfach zu wenig, wenn da plötzlich du mit jemandem mit so einem Team unterwegs bist und da ist scheinbar ein Bündnis da zwischen denen und du denkst. Ja, okay, also die würden in den allerersten Halo-Büchern gibt es das Team.
Warum es aber jetzt wieder da ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich schätze mal, dass es in den Büchern erklärt wird, die es seit Halo 4 neu gibt. Aber die, wie gesagt, da bin ich auch noch nicht. Ja, dann sollte zumindest was weiß ich, sowas wie Codex-Einträge oder so darüber vorhanden sein, was die gemacht haben. Weil ansonsten ist es halt einfach bloß, hey, da hast noch drei Leute in Rüstungen dabei, die eh alle gleich aussehen. Genau, das ist das Problem, weil das macht das Spiel ständig. Das heißt, du hast ständig irgendwelche Momente, wo du als nur jemand, der das Spiel spielt, gar nicht mitkommst. Und das mag in Ordnung sein, weil Halo... wobei, mag es in Ordnung sein. Also ich weiß nicht, ich finde es... Teilweise ist mir dann zu viel, weißt du? Ich will das Spiel, ich will die Story verstehen. Ich will nicht sehen, teilweise wieder riesige Sprünge passieren, wenn zwischen... Hier bis hierhin gehst du mit Master Chief, wir wechseln zum anderen Team, du kommst zurück und der Master Chief ist komplett woanders. 5 Schritte weiter. Und vermutlich wird irgendwo was auf dem Zwischenweg passiert, das in irgendeinem Buch oder irgendwas erklärt. Das ist so absurd. Und dann denke ich mir, was ist denn jetzt passiert? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, weißt du was, scheiß drauf. Du schaltest jetzt deinen Kopf ab, du erträgst das, wie es ist. Und okay, ich konnte das dann einigermaßen so genießen. Aber es ist halt, es ist von der Story dann teilweise sehr wirr. Und ich finde es schade, weil, ganz ehrlich, so sehr ich die Halo-Geschichte auch mag, ein Shooter muss nicht so kompliziert sein, wie man es mit Halo versucht zu machen. Nee, das stimmt. Also es ist halt schon das Team Blau-Thema, da gebe ich dir recht, es ist komisch. Weil in den Büchern ist es so und auch nach Halo Reach ist es so, dass gesagt wird, dass jeder Spartan auf Reach gestorben ist. Außer der Master Chief, weil der zu dem Zeitpunkt nicht auf Reach war. Und ich hätte gehofft, weil ich natürlich auch nicht die Zeit habe, jetzt jedes Buch zu lesen, weil da gibt es halt auch wahnsinnig viele Halo-Bücher. Auch seit 343 hier Halo übernommen hat. Und ich hätte halt gehofft, dass man dann zumindest Videos irgendwie an so Terminals anbietet, die dann erklären, warum Team Blau überhaupt noch lebt, warum seine Leute noch leben. Aber das wird wirklich nicht einmal erklärt und das ist schon ein bisschen komisch. Ja, also das ist tatsächlich so der Moment, wo du merkst, Halo war ein Plan. Halo war von 1 bis 3 ein Plan, den Bungie hatte. Und alles, was danach kommt, ist einfach nur drangesetzt und sehr künstlich teilweise drangesetzt. Und das ist kein Problem. Weißt du, wenn du ein Universum expandieren willst, tu's. Aber wenn man so deutlich merkt, dass es drangesetzt ist, dann wird's ein Problem. Weißt du, dann habe ich lieber so eine Route, wie Mass Effect jetzt geht, dass man sagt, weißt du was, rigoroser Schnitt, kein Shepard mehr, wir gehen irgendwo in die Zukunft. Wird mir besser gefallen. Aber, mal unabhängig von der Kritik, ich finde, es ist ein verflucht gutes Spiel. Ich habe teilweise mir gedacht, ich hätte ein bisschen gerne mehr mit Master Chief gespielt, weil der ja schon ein bisschen kurz kommt in meinen Augen. Aber auf der anderen Seite, ich fand Locke und sein Team, und vielleicht liegt es daran, dass du denen manchmal in die Augen zumindest schauen kannst, ich fand die sehr interessant und ich fand die manchmal sogar interessanter, was dem passiert ist, als dem, was Team Blau passiert ist. Ja, das stimmt. Die haben halt einfach, man kann sich, ja, identifizieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man ist näher zu den Charakteren, eben weil die auch, wie du schon sagtest, man sieht sie, man weiß mehr, wie die fühlen. Master Chief ist halt dann doch sehr unnahbar. Eine kurze Frage. Ich habe nie Halo gespielt, ich werde es wahrscheinlich auch nie. Der Master Chief kam mir immer, egal wer darüber geredet hat, nie wie eine richtige Figur vor, oder täusche ich mich da? Ist das nicht eigentlich bloß letzten Endes wie ein Silent Hero, bloß noch unbedeutender? Mittlerweile hat der Chief schon, also seit 4 kann er auch, hat er gelernt zu reden, also ganze Sätze auch zu sagen. Vorher also waren sie immer so, als Link. Okay. Ja, also vorher war er eigentlich schon, er sah cool aus, hat ab und an seine One-Liner rausgehauen. Seit 4 dann doch mehr Persönlichkeit. Okay dann habe ich das wahrscheinlich irgendwie bei den Erzählungen nicht mitbekommen. Die Persönlichkeit hat er auch, glaube ich, auch schon 3 gehabt, oder? Also wenn ich mich so ganz... Ja, stimmt, hat auch ein bisschen mehr geredet. Also gerade... Also so gerade die Suche damals nach Cortana, das ist alles irgendwie eine riesige Erholung, die wir haben. aber ich meine auch schon damals, ich erinnere mich gerne an die Stelle, als man in diesen Flat Hive da eingedrungen ist. Und da, also er hat auf jeden Fall viel gesprochen, er ist mehr, aber der Chief ist halt so diese Zusammennahme von allen Action-Superheroes. Und das ist das, was den Chief einfach so cool macht. Und deswegen ist er so eine coole Sau, weil er der Erste ist, der sich ins Gefecht stürzt und der von nichts zurückschreckt und der auch gerne mal, ja, den Gegner einfach, das ist so geil, als es diesen Konflikt dann zwischen Locke und Chief gibt, dieses erste Aufeinandertreffen der beiden, ohne was vorwegzunehmen. Aber das ist ein Moment, wo ich vom TV saß und ausgemacht bin, einfach nur, weil das so verflucht cool war. Alleine schon diese Team Blau zum ersten Mal präsentieren, wo sie da bei der ersten Mission da durch dieses Fenster stürzen, wo dann die ganze Allianz-Leuten hocken, die Scheiben zerstören.
dass das wahr kommt, dann die ganzen Gegner rauszieht und die einfach nur cool stehen bleiben. Am Ende ist es schon so ein Moment, wo du denkst, ja, das ist der Master Chief. Ja, das ist einfach großartig. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, also ich habe Halo 4 auch gespielt, vielleicht habe ich es einfach nicht mehr in Erinnerung. Ich weiß noch, dass wir, glaube ich, so damals auch gesprochen haben ein bisschen. Aber ich habe es nie ganz beendet, habe mir den Rest dann damals, oder habe es mir nachher nochmal angeguckt, als jetzt diese Remastered-Edition rauskam. War aber auch so ganz und gar nicht meins. Aber gerade wenn ich dann mit Halo 3, was glaube ich mein Lieblings-Halo ist, und wir haben uns da schon häufig drüber unterhalten, Halo 2, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Was aber einfach daran liegt, dass auch die Narrative so gesplittet ist mit Arbiter und mit Master Chief, was mir einfach nicht zusagte. Aber Halo 3 ist das Spiel, was ich abgöttisch liebe. Und das war einfach so ein Actionfilm, der Actionfilm. Ja. Also riesige Elemente, riesige Kämpfe. Und das ist auch wieder was ich hier so ein bisschen vermisse, weil sicherlich hier gibt es ein paar coole Momente, aber es gibt jetzt nicht so die Momente, wo ich, nachdem ich jetzt 2 Wochen später durch bin, wo ich sage, die habe ich jetzt noch im Kopf. Also vielleicht kommt das im finalen Teil dann, der dann demnächst irgendwann rauskommt in 2 Jahren oder sowas. Mhm. Aber es hat jetzt nicht so die großen ikonischen Momente gehabt. Ja, also es ist, für mich ist es natürlich schwer, weil ich halt, ich gebe es auf und zu, ein großer Fanboy bin und es gibt ja eine der letzten Missionen, ich erzähle jetzt nicht so eine Story, aber dann, wo dann ewig lang Gang entlang läuft, man kämpft und man im Hintergrund dann zum ersten Mal in Halo 4 und in Halo 5 die alte Halo-Theme aus Halo 1 hört. Da bin ich schon, da ist mir ein ganzer Körper Gänsehaut, habe ich bekommen. Das war schon so ein Magic Moment für mich. Aber sonst ist es halt schon sehr zwischenteilmäßig. Es ist sehr aufbauend, mehr Fragen aufwerfen als sonst was. Was sie aber besser gemacht haben, finde ich, sind die Levels als in Halo 4. Ich fand, weil sie ein bisschen wieder ein bisschen großräumiger waren als in Halo 4, wo es auch sehr schlauchig war. Mhm. Das haben sie definitiv verbessert. Aber ich finde es erstaunlich, dass man immer noch den alten Trick nutzen kann, dass man einfach ein Gebiet durchläuft. Stimmt, ja. Ich hab das an einigen Stellen gehabt, wo ich einfach nicht weiterkam und sagte, boah, nee, weißt du was, das ist hier zu frustig gerade, ich laufe jetzt einfach durch das Gebiet und lass die Gegner hinter mir, und es hat tatsächlich noch geklappt. Aber ich wollte es einfach beenden, aber es ist vielleicht wirklich, dass Halo 3 einfach so dieses epische Meisterwerk war und macht 3 Scarabs auf einmal fertig oder sowas und hier, irgendwie fehlt das, aber es war tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, wenn ich jetzt so eine Top 10 meiner Spiel des Jahres erstellen würde, ich würde es, glaube ich, trotzdem reinpacken, weil Es war cool, es hat seine Momente gehabt, aber es war halt nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Weg auf den richtigen Weg, sagen wir es mal so. Also man ist definitiv zurückgegangen und gerade nach Halo 4, man hat es geschafft, einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen, aber ich hoffe, dass Halo 6 noch ein bisschen mehr abliefert. Ja, also ich würde mir wünschen, dass vielleicht mit Halo 6 dann die, so gerne ich ihn mag, die Master Chief sagen, beendet wird und dann vielleicht man mit Halo 7, und es wird mit Sicherheit ein Halo 7 geben, dass man da vielleicht was komplett Neues macht. Ich hätte ja gerne, wie in Reach, also das Beste an Reach, und ich bin jemand, der mag tatsächlich Reach, auch wenn das den meisten Halo-Fans vermutlich nicht so geht, aber ich mochte Reach sehr und ich mochte auch dieses Space-Level. und ich hoffe, dass man irgendwann dahin geht, dass man mal wieder so Dogfights einbaut oder sowas, das fand ich so cool damals. Das hat mich so aufgeregt, dass sie das vorher gezeigt haben auf der E3 mit diesem Space-Fight, weil der Moment, glaube ich, wenn das zum ersten Mal kommt und du weißt nicht, was das passiert, wäre noch viel geiler gewesen. Die haben es ein bisschen zerstört bei Reach da. Wobei Reach geil ist, das stimme ich dazu. Ja. Gut, hast du mal ein bisschen Multiplayer reingeguckt? Soweit ich kann, ja. Bis es mal gleich also, kam. Also geht's dir wie mir? Also Arena-Modus. Erstaunlicherweise, ich wurde sogar relativ gut eingestuft, nachdem ich diesen. Und das ist tatsächlich, wo wir gerade über schlechtes Matchmaking gesprochen haben in Black Ops. Das Matchmaking in Halo ist der Wahnsinn. Einfach weil du auch erstmal diese 10 Matches da machen musst, um dich zu qualifizieren. Du wirst in Rang eingestuft. Das ist clever. Das ist verdammt clever. Und vor allem wird das ja immer wieder aktualisiert. Man wird ja immer wieder neu bewertet nach einigen Spielen und immer wieder neu eingestuft. Man kann steigen, man kann runtersteigen. Und so ist eigentlich gegeben, dass man fast immer nur auf Leute trifft, die ähnlich gut sind wie einer. Und in jedem Modus aufs Neue wieder. Also nur weil du in Capture the Flag gut bist, heißt das nicht, dass du auch in anderen Modi gut sein musst. Aber ganz ehrlich, Arena Halo, da muss man studieren für. Oder einfach viel mehr Zeit reinstecken, als ich es gemacht habe. Ich hab mich dann lieber auf diesen neuen Battlefield-Modus da konzentriert. Oder ich nenne es Battlefield, also diese riesig offene. So Warzone. Genau, Warzone heißt es. Dem Modus.
Aber da sprang jetzt für mich auch nicht so wirklich der Funke über. Ich fand die Idee ganz nett, dass du diese Requiem-Karten kriegst, auch wenn das ja mal ausgerechnet wurde, wie absurd dieses System ist, um wirklich alles zu kriegen. Also, wow, heftig. Aber ich finde das System nett, dass du diese Karten hast, du kannst dir Fahrzeuge heranholen und du kannst so ein bisschen den fehlenden Skill dadurch ausgleichen, also genau das, was ich brauche in so einem Spiel. Man bekommt auch da immer Erfolgsmomente, weil im Warzone ist es wie in Titanfall, dass da auch NPCs rumlaufen, auch NPC-Bosse mal kommen. Man könnte rein theoretisch auch gewinnen, indem man sich auf die fixiert, weil die auch Punkte geben, gerade die großen Endbosse, weil dann, was ich dann, der ewige Wärter kommt aus der Singleplayer-Kampagne, der dann irgendwie, glaube ich, fast 200 Punkte gibt, die man dann, ich glaube, 1000 Punkte braucht man, um zu gewinnen. Das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, wenn man kompetitiv nicht so gut ist, kann man da trotzdem seine Erfolgsmomente feiern. Ich finde den Schritt auch ganz gut, den sie gegangen sind, also dass man was anderes anbietet, denn es ist einfach sehr schwer, in Halo reinzukommen, weil die Experten spielen seit Jahren. Du hast kaum eine Chance, auch wenn du gegen Anfänger gepaart wirst. Aber allgemein ist die Idee dahinter absolut richtig. Und ich bin gespannt, wie man das aufbaut und ob das langfristig eine Chance hat zu überleben, der Modus. Ich hoffe. Also ich mag den sehr gerne. Ich spiele ihn häufiger als Arena. Und ich finde ihn eigentlich sehr nett. Und ich mag einfach so groß ausgelegte Kämpfe. Mag ich lieber, als wenn du in so einer kleinen 4 gegen 4 Arena kämpfst. Ja, wo dann auch tatsächlich dein Tod entscheiden kann. Ja. So geht mir ja gerade, wenn man dann mal so einen Modus in einer Playlist erwischt, wo, wenn du tot bist, musst du tot bleiben, bis der Rest deines Teams gestorben ist. Oh Gott, ich kann immer das komplette Spiel im Grunde genommen aus Entfernung anschauen. So, aller Counter-Strike. Ja, genau so. I killed him, I got revenge, but doesn't matter. That was some bullshit.